schauen wir uns die Konstruktion der DZS-Clownpumpe etwas genauer an. Wir haben das Konzept auf 4 Module beschränkt. Getriebe, drehzahlregelbarer Antrieb, Schalldämpfer und die Pumpe selbst. Diese modulare Konstruktion erleichtert den Austausch von Komponenten. Die DZS ist damit alles andere als eine Wegwerfpumpe. Die robuste Konstruktion ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang zu allen Komponenten. Nehmen wir zum Beispiel die Klauen. Sie können zu Inspektions- oder Reinigungszwecken einfach entfernt werden, ohne aufwendige Getriebesynchronisation. Das Ergebnis ist eine Pumpe, die sich vollständig reinigen lässt. Sie können die Pumpe bei minimaler Ausfallzeit in einen nahezu neuen Zustand zurückversetzen. Hinzu kommt eine durchdachte Kühlluftführung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verlängerung der Lebensdauer unterschiedlicher Komponenten. Die Atlas Copco DZS-Clownpumpe für Grobvakuum- und Überdruckanwendungen.